Hi Leute, jetzt kommt Teil 3 meiner persönlichen Rocket-Monatsmission vom letzten Montag. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass ich jetzt ein paar Tage Abstand hatte, denn es kann ja beim Skat auch mal sehr emotional zugehen. Das äußert sich dann so, dass ich ab und zu mal kurz davor bin, den ganzen Rechner aus dem Fenster zu schmeißen. Ja, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war es am Montag tatsächlich auch so weit, aber wie es dazu kam, das können wir uns ja jetzt erstmal in Ruhe anschauen. Die ersten Partien liefen ganz im erwartbaren und üblichen Rahmen, wie es so ist, an einem Tisch, wo jetzt alle Spieler um die 620 Punkte haben und jeder noch in 12 Spielen wirklich ein sehr gutes Ergebnis braucht. Da wird natürlich ein bisschen mehr gereizt, als wenn du Zeit hast, über ein langes Turnier die Karte zu entwickeln. Hier musst du ab und an auch ins Risiko gehen. Ich habe hier also auch 27 geboten in diesem ersten Spiel. Bin nicht rangekommen. Kreuz Hand wird gespielt von Spieler 3. Und ja, es sind hier schon ein paar Unfeinheiten bei meinem Partner. So beurteile ich die Situation zumindest. Das erste Mal, dass er mir auf das Pik Ass nicht die Dame gegeben hat, sondern eine Lusche und das bei einem Handspiel. Also das finde ich schon sehr verdächtig. Irgendwo müssen ja unsere 60 Punkte herkommen, dass er da das Bild schont. Das habe ich nicht gern gesehen. Und jetzt hier an dieser Stelle, auch hier hat sich, denke ich, noch eine gute Chance aufgetan. Wenn er denn jetzt mal die Herz 10 spielt, jetzt spielt er mich hier mit dem Pik König wieder an und ich muss selber jetzt gezwungenermaßen aus dem Karo Viererlänge, aus dem Vierstand aufspielen. Mein Partner hat gar keinen, will jetzt auch nicht ins Leere stechen, hätte allerdings tatsächlich das Karo Ass gestochen. Wenn er also vorher mal die Herz 10 auf den Tisch haut, dann kommt er auch noch dazu, mit seinem bestellten Pik Buben in Karo 21 einzuhacken. Also ich bin schon der Meinung, wenn er ein wenig optimistischer und aufmerksamer gespielt hätte, wären in dem ersten Spiel schon 40 Punkte für uns drin gewesen. So, im zweiten habe ich es jetzt krachen lassen, biete hier 24 mit nur diesen 6 Trümpfen, allerdings immerhin beide Trumpfvollen und erhoffe natürlich eine gute, wohlwollende Findung. Kreuz Ass, das ist eine gute und eine schlechte, relativ, ja, erwartbar im guten Rahmen der Wahrscheinlichkeit, dass du eine passende und eine nicht passende findest. Damit sieht mein Herzspiel jetzt ja gar nicht so schlecht aus. Ich gebe ihm vielleicht mal eine 70% Chance. Klar, wenn Pik sehr ungünstig sitzt, wenn Trumpf sehr ungünstig sitzt, kann das Spiel auch schlecht laufen. Ja, darauf muss ich es ankommen lassen. Dass ich im Aufschlag Karo Ass zu stechen bekomme, ist schon ein Zeichen, dass alles rund sitzt. Wenn es unrund sitzt, dann bekommst du häufig auch die Punkte nicht angeboten. Und hier wird es jetzt ganz leicht. Karo 10 bekomme ich zu stechen, habe damit schon über 50. Kann es mir erlauben, jetzt sogar noch mal Trumpf rauszuspielen, selbst wenn der Spieler viermal Pik und den letzten Trumpf hat, dann müsste ich ihm den Pik-König-Stich zwangsläufig machen und das Kreuz Ass. Sonst bekomme ich immer mein Kreuz Ass nach Hause und habe auch dieses Spiel dann leicht gewonnen. Spiel 3. Zu meiner Karte ist ja nicht so besonders viel zu sagen. Ein bunter Salat mit so oder so, egal wer jetzt rankommt, egal was getauft wird, die Ausgangssituation von meinem Blatt her verheißt nicht unbedingt, dass wir große Chancen haben. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht alles versuchen und gegen einen Gang in Mittelhand gilt es aus meiner Sicht immer irgendwo eine Angriffskarte zu bringen. Ein Grange wird selten geschlagen, es sei denn, es passiert etwas Unvorhergesehenes dem Alleinspieler, also ein Grange zumindest, der ungezwungen ist. Und bei 23er Reizung, ja, kann es sogar sein, dass er den spielen muss, um den Reizwert zu erfüllen. Auf jeden Fall versuche ich hier mit dem König natürlich eine Situation unangenehm für den Alleinspieler zu machen, in der etwa hinten Kreuz frei ist und das Kreuz Ass abgestochen werden könnte. Das ist nicht sehr wahrscheinlich, aber bessere Varianten oder Angriffszüge habe ich in den anderen
Farben erst recht nicht, deswegen habe ich es hier mit dem Kreuzkönig versucht. Dort Pik ist natürlich der Rückschub, aus dem Schneider sind wir schon. Wenn mich nicht alles täuscht, dann wird es jetzt auch nicht besonders viel mehr geben. Also solider Start von allen drei Spielern, allerdings auch ohne schon irgendwo einen Vorsprung, einen Blitzstart hingelegt zu haben. Jeder hat sein eigenes Spiel gemacht. Solide Spiele, keine Spiele mit sehr vielen Punkten. Das heißt, wenn hier einer durchkommt, es kann ja an so einem Tisch typischerweise nur einer noch es schaffen, ein so hohes Ergebnis von 500, 600 oder noch mehr Punkten zu erzielen, die wir brauchen, um wirklich noch unter die ersten fünf zu kommen. Wenn überhaupt, dann wird es nur einem gelingen, das ist der Erfahrungswert. Und falls es hier an diesem Tisch so kommt, dann müssen wir uns noch ein bisschen Geduld fassen, in Geduld fassen mit der Lösung, wer dieses sein könnte. Jetzt sehen wir hier erstmal ein Herz, bei dem ich natürlich sehr aufmerksam bin nach der Spielansage und diesem ersten Stich. Die Reizung besagt ja, dass das Spiel mindestens mit zwei oder ohne zwei, in dem Fall dann eher ohne drei sein muss. Dazu ein Unterzug, wo beide Trumpfvollen fehlen. Also durchaus auch möglich, dass mein Partner vielleicht noch die beiden Alten hat und der Alleinspieler tatsächlich ein sehr trumpfschwaches Spiel, einen Viertrümpfer hat, dann müsste er sich ja in der Beikarte ein bisschen glänzen. Oder er hat tatsächlich mit fünf Trümpfen, mit den beiden Alten zumindest einmal unter durchgespielt. So oder so, für Karo Ass aufgrund der Reizung direkt auf den Tisch zu hauen, finde ich es dann doch zu früh. Ich spiele erstmal die Fehlfarbe und tatsächlich hat mein Partner auch Kreuz Ass und 10. Das spricht natürlich jetzt stark dafür, dass die beiden Alten doch beim Alleinspieler sein müssen. Was soll er sonst für ein Spiel haben? Da kommt auch schon der Beweis und da fliegt der Karo Bube. Damit klärt sich schon so ein bisschen die Karte. Es ist ein übliches Muster. 5 Trümpfe. Eine blanke Lusche in Kreuz dabei, damit das überhaupt noch ein ordentliches Spiel ist, muss der Alleinspieler fast zwangsläufig jetzt viermal Pik haben von oben, also geschlossen. Das ist soweit so offensichtlich. So schade ist es dann trotz alledem auch für uns, denn das bedeutet, dass wir jetzt nur noch einen einzigen Stich machen, mit dem wir nicht gewinnen können, auch nicht hätten gewinnen können, wenn auf Pik 10 mein Partner hier die Karo 10 reinhaut, dann hätten wir irgendwo 57 oder 56, glaube ich, nur gehabt. Also auch das ein gutes Spiel und solide vorgetragen. Da haben wir einen Grang, bei dem ich zwei Buben dagegen habe. Und der Grang ist auch gezwungen, wahrscheinlich aufgrund der Reizung. Ein Stich mit Pik Buben, okay, ist das ein Anschiss oder ist tatsächlich der Herzbube noch bei meinem Partner? Das ist hier die spannende Frage. Und oh, der Herzbube ist bei meinem Partner. Das ist irgendwo schon gefühlt ein bisschen unkonventionell vorgetragen, dass der Alleinspieler jetzt die Herz 10, die ja gar nicht mehr laufen kann, vorzieht, dass er die nicht im Keller hat, dann hat er vielleicht zwei Kreuz gedrückt, sonst hätte er vielleicht mit nur einem Buben aus der Herz Ass 10 zu viert abschmeißen müssen. Und ich muss mich jetzt hier entscheiden. Klar, ich kann auch die Pik 10 wimmeln, dann ist die gesichert. Aber ich denke mal, Karo Ass und auch Pik Ass sind ja fast zwangsläufig noch beim Alleinspieler, sonst hätte der keinen Grang. Und wenn ich dann jetzt noch die gegebenenfalls sogar die Pik Dame mit abgebe und die Karo Lusche, dann fürchte ich, dass wir auch nicht hinkommen. Also ich hoffe lieber, dass ich mit den beiden Buben, die ich hier noch habe, gleich die Pik 10 etabliert bekomme und dafür das Karo Ass zum Stechen kriege. Mein Partner macht das hier auch ganz richtig, sauber gespielt. Ich werfe Karo Lusche, jetzt muss er Pik öffnen.
mich nicht etwa in Karo auf Trumpf setzen, womit ich dann zu kurz komme, um die Pik 10 hochzuspielen. Jetzt kann es natürlich noch sein, dass der Alleinspieler tatsächlich Pik Ass zu dritt hat. Dann könnte ich nichts dagegen tun, dass er meine Pik 10 erobert. Dann hätte ich mit Rosinen gehandelt. Immerhin kriege ich jetzt hier schon mal die 21 in Karo zu stechen. Und jetzt muss ich es einfach ausprobieren und es ist harmlos. Der Alleinspieler hat nicht den Pik König, kann deswegen jetzt nicht schnippeln, muss jetzt das Ass rausnehmen. Hier haben wir mal einen kleinen Verlust der Serververbindung, der ist aber auch schnell wieder hergestellt. Ich steche und habe mit der Pik 10 den letzten Stich und damit 53 Augen nur für den Alleinspieler. Also wie ich schon sagte, das glaube ich nicht, dass er den ganz optimal gedrückt hat schon. Ich denke mal, statt zwei Kreuz zu drücken, vielleicht lieber nur ein Kreuz und die Herz 10, dann hätte er den Kreuz voll natürlich im ersten Stich nicht verhaften können, aber vermutlich im zweiten Stich dann die Kreuz 10 und wäre dann mit seinen drei Assen leicht nach Hause gekommen. So zumindest, dass er nun die Herz 10 noch anbietet. Das war ein bisschen leichtsinnig. Da wäre auch so ein Bluffzug mit der Herz Dame oder so besser gewesen. Einfach die Chance geben, den Gegnern auch einen Fehler zu machen. Das war jetzt also ein Rückschritt, der womöglich vermeidbar gewesen wäre. Ihr seht es hier, ich bewege mich am Limit, auf 24 gehalten, auf 27 ist es nun deutlich, dass ich nicht rankomme für mein Karo ohne 2. Nun wird ein Pik Hand gespielt. Hand hat allerhand. Eine Binsenweisheit, an der logischerweise was dran ist. Der Spieler konnte nicht drücken. Also schlage ich hier meine lange Farbe auf. Die 10 wird gehackt, aber es wird übergestochen. Das heißt, eine fehlende Karolusche ist im Skat. Und das ist jetzt natürlich ein Auftakt nach Maß für uns. 14 und 31, wir stehen jetzt schon auf 45 Augen. Wenn er jetzt nicht ein ganz starkes Spiel hat, wird es sehr schwer. Nun muss Herz einmal bedient werden, 59. Damit dürfte die Messe gelesen sein, jetzt 67. Erst recht, da ich eben noch mal Karo nachbringen kann, da ich auch noch den Herzbuben hier bestellt in der Hand habe und das Handspiel sicher nicht mit Zweien war. Das war jetzt also ein Doppelschlag für Spieler 2. Damit würde ich mal sagen, ist er raus aus dem Rennen. Jetzt ist er raus. Bleibt abzuwarten, wie er reagiert. Beziehungsweise manchmal ist es ja so schlimm, dann verlierst du diese ein, zwei Spiele und kriegst dann trotzdem noch große Karten, mit denen du im Prinzip gar nichts mehr anfangen kannst. Jetzt sind wir im Spiel 7 und für mich muss ja langsam auch mal klar werden, was geht denn jetzt hier noch? Geht irgendwas oder geht nichts mehr? Ich bekomme jetzt hier 5 Volle mit 2 Assen ohne Buben. Das ist natürlich eine ganz heikle Angelegenheit, aber in dieser taktischen Situation, in dieser Phase der Liste, da freue ich mich ja über so eine Hand, denn fühle ich mich selber verpflichtet, dieses Ding durchzuziehen, dieses Spiel als Risikospiel, alles oder nichts durchzuführen. Das fällt in diesem Format viel leichter als in einem Turnier, was über mehrere Serien geht. Da würde ich das wohl nicht riskieren, hier mit 48 zu sagen. Hier sage ich mir aber jetzt Hü oder Hott, alles oder nichts. Und Spieler 2, der kann mir an sich auch nicht wirklich Gram sein, denn er hat ja seine Chance eben auch ergriffen. Zweimal hintereinander hat er es versucht, ist auf die Nase gefallen. Jetzt ist doch klar, dass auch ich mal was versuche. Oder wenn er die 48 hält, ich sag's euch ganz ehrlich, ich wäre hier auch locker noch über 60 rübergegangen, hätte alles versucht, um dieses Spiel zu bekommen. Nun finde ich aber Katastrophe. Pik König und 7 ausgerechnet. Das Bittere daran ist, dass Pik Ass und 10 jetzt ja gar nicht mehr doppelt laufen kann. Also ein Voller in Pik muss jetzt fast gedrückt werden, um den nach Hause zu bekommen. Damit hänge ich mit den beiden roten Zehnern, also Karo und Herz 10, die ich sonst eher zu drücken plante, natürlich hinten an. Das war also ganz unschön. Ja, nun weiß ich gar nicht so recht. Also das wird jetzt ein sehr, sehr spannender, interessanter Auftritt oder sagen wir mal ein Spiel mit sehr geringen Siegchancen.
Trotzdem 20 natürlich in den Keller. Und soll ich jetzt einen ohne 5 machen? Nein, das ist mir jetzt auch zu dumm. Ich spiele jetzt einfach den Grang. Mit nur zwei Seitenassen, ohne 4. Also der muss natürlich sehr glücklich laufen. Und den spiele ich auch nur in dieser taktischen Situation. Also nicht wirklich zur Nachahmung empfohlen. Und ich wäre auch absolut nicht überrascht und auch nicht traurig, wenn ich den jetzt an die Glocke bekomme. So, Aufschlag, Pik Lusche, Lusche, wahrscheinlich blank. Damit habe ich 31, also auch die Pik Dame habe ich hier noch nicht bekommen. Bisher noch nicht glücklich. Was bleibt mir jetzt anderes übrig, als groß zu bluffen hier mit dem Pik König? Das ist natürlich eine Karte, auf der dieser Anschiss schon fast draufsteht. Also, dass ich da jetzt eine Wimmlung bekomme, ist ja sowieso unwahrscheinlich. Wer sollte jetzt mir hier freiwillig noch einen Ass dazu geben, wo ich gar keinen Buben habe? Aber ich bekomme erstmal die Kreuz Lusche. Damit stehe ich jetzt auf 38 und muss natürlich jetzt erstmal hoffen, dass die Kreuz Lusche nicht auch blank abgeworfen war. Nein, das war sie nicht. Damit bin ich jetzt bei 52 und habe natürlich jetzt plötzlich eine sichtbare Option. Wenn die Karo 10 jetzt noch heimgeht, dann habe ich 62. Aber wie kann ich das am ehesten bewirken? Ich möchte jetzt natürlich nicht Karo König spielen. Wenn dann geschnippelt wird, kriege ich die 10 nicht heim. Und ich möchte auch ungern Herz spielen, weil mir die Gefahr zu groß ist, dann in Mittelhand zu kommen. Dann kommt Kreuz 10 hinterher, dann kommt Karo aus der Mittelhand. Also greife ich nochmal zu dem gleichen Bluff wie eben mit dem Pik König. Jetzt mit dem Unterschied, ich habe die Kreuz 10 nicht, aber das weiß Spieler 2 ja nicht, oder er soll es nicht wissen. Er soll vermuten, aufgrund dieser Zugfolge, dass ich die Kreuz 10 wieder im Keller habe. Das wäre es hier mein Plan, meine Chance. Und jetzt schauen wir mal, ob er darauf reinfällt. Und jawohl, das hat geklappt. Er sticht tatsächlich den Kreuzkönig. Damit bin ich einen ganzen Schritt weiter, wenn es jetzt noch gut läuft. Er zieht den Buben, das sieht doch schon mal gut aus. Das kann mir auch auf keinen Fall schaden. Da kommt das Karo Ass, das muss es doch sein. Das muss es doch sein. Jawohl! Ta! Ich gewinne diese Kirsche, 65 Augen mit nur zwei Assen, aber 20 natürlich im Keller. Jetzt kriege ich hier sogar noch einen Stich, 69 Augen. Gut, 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 gut. Das kann doch manchmal richtig Spaß machen. Und jetzt hat sich die Liste für mich doch ganz wohlwollend entwickelt. Die 500-600, die ich spielen möchte, sie scheinen möglicher denn je, insbesondere wenn du so ein Ding dann mal gewinnst, dann hast du quasi dein Superman-Kostüm angezogen und es hat auch bewiesen, dass es kein Bluff ist. Das heißt, jetzt kann ich alles reizen, jetzt kann ich alles versuchen. Hab allerdings, wir sehen es hier, die Rechnung ohne Spieler 2 gemacht. Der gibt nicht auf, der ist jetzt vielleicht sogar besonders motiviert, nachdem er eben mit drei Buben und zwei Assen nicht ans Spiel gekommen ist. Er lässt mir dieses Spiel in Mittelhand nicht. Spoiler-Alarm, ich habe natürlich mal hinterher geschaut, es hätte nicht überragend drin gelegen, aber für mich der sechste Trumpf in Kreuz, ich hätte ein schönes Spiel zustande bekommen, was ich wohl gewonnen hätte. Das ist mir hier aber nicht vergönnt gewesen und das ist ja auch keine Pflicht. Keiner hat hier die Pflicht, seine Karten einzupassen und dem anderen es leicht zu machen. Wir können allerdings natürlich schon mal schauen, was jetzt hier für ein Grang gespielt wird. Als allererstes mal sehen wir, es sind wieder nur zwei Buben. Und nach dem Abstich Kreuz Ass spielt der Spieler auch schnell den Buben aus, hofft auf verteilte Buben. Das kann natürlich gut bedeuten, wenn er noch alle drei anderen Asse hat, dann werden wir wenig Chancen haben. Es kann aber auch schon ein Zeichen von Schwäche sein, dass er diesen Grang vielleicht nur bei verteilten Buben überhaupt gewinnen kann, weil ihm vielleicht noch ein Ass fehlt. Dafür ist jetzt der Karo König schon ein ganz wertvoller Hinweis. Karo Ass wird mein Partner nicht haben, vielleicht aber das Herz Ass. Ich war deswegen schon am Überlegen, ob ich jetzt den Herz König bringe, habe mich dann aber doch entschieden, erstmal Kreuz weiterzuspielen. Wenn kein Kreuz gedrückt ist, dann hat mein Partner tatsächlich noch drei Kreuzen und auf den letzten hätte ich dann den Pik König abwerfen können. Aber was sehen wir hier? Herz Ass ist tatsächlich bei meinem Partner. Die 10 habe ich, die kann ich leicht dazugeben. Damit sind jetzt schon einige voll auf unserer Seite und ich denke mal, das sollte für uns reichen. Es kann jetzt nur noch ein Stich in Pik gemacht werden, wenn jetzt nicht gerade Pik voller noch gedrückt ist, was ich mir an sich nicht vorstellen kann. Dann muss das für uns reichen.
Ja, hier kommt noch ein Zwischenzug. Der Alleinspieler, den scheint das Pik Ass alleine auch nicht zu langen. Deswegen hofft er, dass ich noch zwei Pik habe, macht noch einen Zwischenzug mit der Karo Lusche. Das aber gelingt hier nicht, denn ich habe den als König als letzte Karte. Ja, mit 44 Augen verloren. Gut, das war kein besonderer Gang. Das war noch mal ein Parforce-Ritt, obwohl wir schon 100 im Minus standen. Okay, 2 zu 3. Mit bloßer Gewalt, mit dem Kopf durch die Wand, das lehrt es uns, geht es beim Skat auch nicht. Zumindest ist dann auch immer eine große Chance des Scheiterns dabei. Und jetzt sind wir im 9. Spiel. Ich brauche natürlich noch was. Es nützt mir nichts, immer nur 40 Punkte vom Spieler 2 zu bekommen. Ich will lieber selber spielen. Ich habe ja hier wieder einen Ansatz. Ich halte 18, ich halte 20. Ich komme wieder nicht ran mit 4 Vollen und dem Kreuz Buben. Und es wird wieder ein Handspiel durchgeführt, ein Karo-Hand. Erster Stich ist schon fast Déjà-vu wie bei dem letzten Handspiel. Viererlänge schlage ich auf. 14 Augen fallen. Jetzt kommt wieder der Einstich. Diesmal liegt die Herz-Lusche nicht. Diesmal gibt es keinen Überstich. Okay, damit hat sich das Spiel natürlich deutlich wohlwollender für Spieler 2 entwickelt. Nichtsdestotrotz, mit der geöffneten Herzfarbe habe ich immer noch hier wieder eine Möglichkeit, Druck aufzubauen, komme auch noch mit dem Kreuzbuben mehrmals ran. Und mein Partner schmeißt so überzeugt erst die Pik Lusche weg und jetzt Kreuz 10, dass ich plötzlich den Verdacht habe, auch dieses Spiel könnte wieder, wenn es jetzt noch ein etwas schwach in Trumpf ist, den Weg in die ewigen Jagdgründe finden, wenn nämlich das Pik Ass gestochen wird. Diesen Verdacht habe ich nach Abwurf Pik Lusche und so ist es auch. Ja, horrido. Gut, ich bin nicht rangekommen, habe aber damit erneut 40 Punkte eingesammelt, konnte mir eben sogar erlauben, die Pik 10 sogar schon früh zu geben. Und wenn ich mich jetzt richtig zurückerinnere an den Montag, dann war das der Moment, wo ich langsam auf Betriebstemperatur kam, weil ich mich doch schon geärgert habe, dass Spieler 2 mir nicht die Chance gibt, auch noch mal ein Spiel durchzuführen, sondern bei einem völlig aussichtslosen minus 200-300 Stand trotzdem noch seine Spiele bis zum Anschlag reizt und dann chancenlos verliert, eins nach dem anderen. Ja, so ist es aber nur beim Skat, da steckst du nicht drin. Und jetzt sind nur noch drei Spiele. Ich habe schon wieder einen Ansatz, der ist vielleicht sogar noch besser als die in den letzten Spielen. Spieler 2 hat wenigstens aufgegeben. Jetzt hoffe ich doch mal, dass Spieler 3 mitspielt. Aber auch der lässt mich nicht für 20 ran. Ist es zu fassen, aber auf 22 passt er direkt. Man kriegt direkt so eine pochende Halsschlagader, weil man schon merkt, aha, der reizt mich wieder nur über den Herz. Das ist eine Hebereizung. Klar, ich hätte jetzt natürlich auch passen können, dann hätte ich das Problem nicht, aber ich brauche das Spiel, also mache ich jetzt diesen Herzhand mit einer katastrophalen Beikarte natürlich. Blanker König, König Lusche, das sollte, wenn es geht, glücklich laufen, dass da irgendwo ein Voller liegt oder nicht gerade blank ausgespielt wird. Doch ihr seht es hier, Pik Lusche blank und auf die 10 wird direkt gewimmelt. 36, damit ist das Spiel an der Schwelle zum Sarg. Jetzt kommt Karo direkt hinterher. Damit hätte es schon passiert sein können, wenn hinten die 10 fällt. Es fällt nur die Dame auf 53. Ist für mich trotzdem keine gute Nachricht, denn jetzt ist noch nicht eine Runde Trumpf gespielt. Die Gegner haben 53 Augen und es kommt Pik Dame, von der ich schon sicher weiß, Spieler 2 hat kein Pik. Wie behandle ich jetzt am besten diese Pik Dame? Ich habe darüber nachgedacht, gibt es überhaupt jetzt noch Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen? Was muss überhaupt im Stock liegen? Ein bis zwei Trümpfe wohl Minimum. Ich habe natürlich aufgrund der Reizung vermutet, Spieler 3 wird den Kreuz Buben haben und auf keinen Fall möchte ich Spieler 2 in Hinterhand hier einen Überstich erlauben mit einem vielleicht blank stehenden roten Buben. Dann bin ich auf jeden Fall geschlitzt. Deswegen entscheide ich mich jetzt hier mit dem Pik-Buben zu stechen und hoffe dann, dass gleich auf die vorgezogene Trumpf-Lusche nur 2 bis 4 Augen fallen und ich dann irgendwie Rest habe, ja, weil ein, zwei Trümpfe drin liegen. So kann es nur funktionieren. Das ist mein Plan. Und jetzt guckt es euch an. Überstich Kreuz-Bube auf 60. Ende der Vorstellung. Der Traum hier unter die ersten 5 zu kommen ist damit wohl ausgeträumt. Und das Schöne bei so einer Geschichte, hier sehen wir es. Wenn es denn dicke kommt, dann kommt es mit Anschiss.
Es liegen tatsächlich zwei Trümpfe und nicht irgendwelche. Es liegen zwei Buben im Skat, nur eben nicht der Kreuzbube, sondern die beiden roten Buben. Spieler 3, der mich da schön auf 22 gehoben hat, hat selber gar keinen Buben in der Hand, hat es wohl nur getan mit Karo Ass 10 und Pik Ass 10, Kreuz Ass 10 hat er nicht. Er hat keinen Buben, er hat kein Herz voll, er hat nur eine Herzlusche, gönnt mir damit nicht den einfachen Herz, und ich hätte für eine 20er Reizung natürlich zum Grang mit großer Schneiderschance gefunden. Ja, gut, dann würde ich sagen, hier an diesem Tisch wird es nicht für eine weitere Direktqualifikation ins Finale reichen. Das ist die Nachricht. Das ist natürlich auch nicht schlimm, denn wenn es bei dir nicht klappt, dann klappt es ja bei irgendjemandem anders. Oder anders gesagt, die Quali-Plätze sind ja dann nicht weg. Die hat dann nur ein anderer. Ja, Spieler 3, der sich da gerade bei mir so beliebt gemacht hat, bekommt jetzt noch einen Grang. Buben kommt verteilt. Da kommt der Abklapp. Wunderbar. Grang Schneider, nun ist er plötzlich noch im Geschäft mit 400 Punkten, aber auch das mutmaßlich nicht mehr ganz vorne dran. Spiel 12. Langsam geht der Puls runter, wir beruhigen uns wieder. Es ist ja nur Skat, es ist ja nur ein Spiel, es passiert wie immer wieder. Du willst alles schaffen, du versuchst alles, aber du scheiterst auch beim Skat öfters, als das alles gelingt. Letztes Spiel, ich habe natürlich nochmal zwei Buben, zwei Asse in Vorhand. Klar halte ich 20. Irgendwie ist aber die Luft auch raus. Man sieht es auch an der Findung, ja? Die Findung hat auch schon gesagt, die Luft ist raus, versuch es heute nicht mehr. Spiel dieses Ding noch irgendwie zu Ende. Und jetzt habe ich natürlich kein so besonderes Spiel. Das sollte jetzt auch ein wenig glücklich laufen. Ich ziehe jetzt sogar Kreuz Bube, denn manchmal fängst du damit eben auch mal Trumpf Ass oder 10, wenn das etwa mit dem Pik Buben bestellt ist, oder wenn Trumpf 3-3 steht. Also eine günstige Trumpfverteilung, dass ich jetzt entweder einen Trumpf Vollen fange oder Trumpf 3-3 steht, glaube ich, dass ich die bei diesem Spiel mit Gegenreizung sowieso brauche. Also jetzt Trumpf raus, Augen zu, links, rechts. Nein, Trumpf steht zu viert. Das dürfte auch für dieses Spiel wieder eine Hausnummer zu viel sein. Der Spieler 2 hat jetzt übrigens schon Trumpfabzug, kann mir den Herz Buben abziehen und dann mit dem Pik Vollen weiterlaufen. Tut er nicht. Ja, ich muss jetzt hier natürlich schnippeln. Herz 10 zu erobern ist quasi Pflicht, mindestens. Die kommt auch nicht. Dann sollte jetzt wenigstens Karo König fallen. Ein Stich abzugeben kann ich vielleicht noch verknusen, aber nein. Vier Trumpf, Karo frei. Damit kann ich ruhigen Gewissens sagen, alles klar, auch dieses Spiel ging nicht. Ich habe es versucht. Damit habe ich dann insgesamt nur 200, also über alle drei Zwölferlisten eine 800er Liste. Ja, wunderbar im Mittelfeld gelandet. Spaß gehabt, Frust gehabt, herzlich gelacht, besonders über den Grang Hand in der zweiten Liste, der verloren wurde, und natürlich über meinen gewonnenen Grang ohne 4, aber des einen freut des anderen leid. Beim nächsten Mal habe ich dann wieder die Arschkarte gezogen. Dann wünsche ich euch wie immer viel Spaß, gut Blatt und bleibt am Ball.